Catwalk. Komm, wie ist denn hier der Catwalk? Was ist das denn jetzt? Dancing Stage Revolution oder was? Willkommen zum Catwalk. Berühre die Schuhsymbole im unteren Feld, damit dein Model im Takt bleibt. Für jedes Schuhsymbol verlierst du einen Punkt. An bestimmten Stellen des Catwalks vollführt dein Model eine Extra-Pose. Dann wird einem sowohl ein Bildschirm gezeigt, welches du innerhalb der gegangenen Zeit sauber nachzeichnen musst. Das kann ich sowieso nicht. So, was mach ich jetzt? Willst du mich verkackeiern? Geil. Dancing Stage Revolution. Oh Gott, gleich liegt sie wieder auf der Nase. Boah. So schnell geht die doch gar nicht, wie ich das hier anklicken soll. So, Pose. Ja, toll! Wie sollst du das denn schaffen? Tu uns allen einen Gefallen. Lass das mal Ach komm, Joschka! Ah, Alter, du hast doch früher Steine geschmissen. Jetzt hör doch mal auf hier. Kette dich wieder an deinen Atomkraftwerken. Jetzt macht er Models. Okay, das war schlecht. Also, das kann ich schon mal nicht. Wo waren wir noch nicht? Da, an dem Whiteboard da rechts. Mal Oder. gucken. Das ist wahrscheinlich das gleiche in Grün, vermute ich. Aber gucken mal. Wo sind wir denn? Ja. Kann ich weiter gucken? Oben? Da, rechts, genau. Ja, achte. Die letzten beiden fliegen raus, sind wir da sicher. Sind wir safe. Ja, dann spielen wir auch noch eine Woche weiter. Achso, das stimmt. Das war, glaube ich, irgendwie hier Styling, ne? Selbstbewusstsein und irgendwas, ne? Irgendwas ist ein wichtiger Wert. Auf jeden Fall, da sind wir ganz groß. Beliebtheit war das. Okay, das heißt, also wir müssen jetzt mal irgendwie nice zu denen sein, sonst kommen wir nicht weiter. Ich weiß nicht. Gut, dann bleiben wir die Arschzicke. Ja, genau. Als Stylisten waren wir schon. Ja, genau, das bleiben wir Bist auch. eindeutig mein Favorit. Ja, gut, ne? Super. Haben wir toll gemacht. So, Klamotten fand er scheiße. Ja, das Unterteil. Die Ja. Sau. Machen wir es nochmal. Das war deine Mitte, glaube ich. So, Dressroom. So. Das sieht doch alles scheiße aus. Das wird zumindest farblich passen. Tu uns allen einen Gefallen. Lass das Model sein. Hier! Die verarschen uns doch. So, der weiß nicht, was er will, der Joschka. Und wir haben getrunken. So, pass auf, jetzt mache ich jetzt eine Scheiße. So, zack. Fertig. Wird das Was denn jetzt soll schon denn wieder? dieses weiße Teil sein? Was ist das? Weiß ich nicht. Ein Korsett oder was? Fühl weg damit. Ja, sag mal, mach dich mal nackig. So, wo sind die? Ja, ohne Schuhe, genau. Hippie. Perfekt. Zack. Das war mir eindeutig zu wenig. Tut mir leid. Aber es fehlt kein Oberteil, das ist doch schon mal was. So. Ja, ich fürchte, wir haben alles gesehen. Da ist noch wieder was. Fritzi. Die Fritzi. Ich habe gestern Nadine auf dem Laufsteg gesehen. Ich wünschte, ich hätte das auch so drauf. Das würde ich mir dann schon auch wünschen. Natürlich. Oh, sorry, ich habe gerade vergessen, warum ich überhaupt mit dir rede. Ich muss weg. Geh heulen. Steht da immer nur eine, mit der wir reden Ich können? glaube ja.
Schade, schade. So, das sieht doch geil aus. Ja, Unterwäschemodel. Hallo? Muss ich die Pose überhaupt machen oder kann ich die ignorieren? Ja, die lädt sie ja sowieso lang, von daher. Ah, ist auch geil, ey. Boah. Die musst du sowieso machen, okay. Das schaffst du aber gar nicht in der Zeit. Ne. Da machen wir jetzt Fotoshooting. Ja. Was haben Sie den ganzen Monat gemacht? Fotoshooting. Ah, Fotoshooting auf Ibiza. Mit dem Dieter. Das sieht nur so stehen bleiben. Ja, Wahnsinn, Baby. Zeig's ja, es läuft toll, ne? Super. Geil. Kann ich von den Dingern auch Polaroids kriegen? Weil das zum Beispiel könnte hier wieder schneller sein, ne? Das eine ist einfach zu schnell. Also, das ist ja totaler Unsinn. Funktioniert wahrscheinlich mit dem Stylus besser als mit der Maus, aber dennoch. Das Balancing ist ein bisschen eigenwillig. Ja, Wahnsinn, Baby. Zeig's mir. Ich will jetzt mal ein Perfekt. Ich will sie mal zeigen. Du schaffst das. Aber hat ja eh wieder was zu meckern, der Francesco. Ja, sowieso. Er meckert nur. Vorhin ist doch geil, wie viele Jurore die in dieser Sendung haben. Hier war nicht gefühlt 10 oder so. Na ja, komm. Ja, Wahnsinn, Baby. Zeig's mir. Ich glaube, das hast du wirklich stundenlang gespielt. Nein, das ist ein Hobby von mir. Einfach, dass ich so mit Körpern mal Symbole mache und so. Damals, im Praktikum der Leichenhalle. Nein. Naja. Hier damals, in der Pathologie. Super Spiele. Was? Das war's mit dem Perfect. Was? Jetzt fällst du gleich um. Nee, doch nicht. Sind auch immer gleich die gleichen Posen, ne? Ja, trotzdem schaffst du kein Perfekt. Ja, Wahnsinn, Baby, zeig's mir! Ja, natürlich. Ihr könnt da übrigens natürlich auch draußen, wenn ihr nichts zu tun habt, daraus Wallpapers machen oder eine totale Collage oder so. Werdet mal kreativ da draußen. The best of. Die heißen wir nochmal Lena, ne? Lena? Ja. Best of Lena. Ne, der war angewinkelt, der Arm. Ja, Wahnsinn, Baby, zeig's mir. Das hat noch gepasst. Das hätte nicht gelten dürfen. Deswegen, die Logik ist großartig. Die ist großartig. Diese Pose nenne ich jetzt einfach der Denker. Die Denkerin. Lena. Aus Kamino Meier. Leipzig, ne? Ja, ich glaube. Konzentrier dich! Was? Wie falsch! Ja, denken ist nicht so die Sache von Lena. Ah, verdammte Scheiße. Konzentrier dich. Wir rutschen da ja oft noch auf den Abstiegsplatz, ich sehe das schon. Hätten wir doch den Bremer nehmen müssen. Ach ne, haben wir doch, ne? Ja. Stimmt. Doch. Genau, wir kommen aus Bremen und lieben Sushi. Ja, dann passt das ja mit dem Abstiegsplatz. Sind das ja noch rund. Ja, Wahnsinn, Baby, zeig's mir. Zeig's mir. Ist geil, ne? Show me all what you got. Soll ich die übrigens schockieren? Hä? Soll ich die mal richtig schockieren? Ja. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug bei dem Spiel hier. Mhm. Es würde mich ja wundern, wenn immer noch jemand zuguckt. Ja, will ja nicht. Schreib dann extra ein Gewinnspiel. Oh, ich meine, kann ja nicht weggucken bei der Lena. So spannend. So schön.
Genau, so alles in die Tags, ne? Hier, Khedira und zack, Real Madrid und wumm. Startseite. Bunte und. Ah! Was war das denn jetzt? Aua! Und das war richtig! Ja, okay. Nee, ist klar. Wirklich eine tolle Show. Fast perfekt. Ja, Francesco liebt mich. Francesco liebt mich. Der hat einfach Stil. So, was können wir da machen, was wo schnell die Zeit umgeht? Wer bist du? Mit dem habe ich noch nicht gelabert. Ah, das ist, glaube ich, die führende. Ich muss mal runterputzern. Ich frage mich, wie Katrin das immer hinbekommt, so perfekt auszusehen. So, was haben wir denn mal? Oh, Tag beenden. Habe ich als Option. Ja, ist echt unfair. Du hast ein Bad Hair Day nach dem anderen. Zack. Was? Meine Haare sitzen ja nicht. Schnell, ich brauche einen Spiegel. Ach ja, ich bin doof. Schön. Und ich habe die Haare schön. Das ist übrigens auch ein Hinweis. Ne? Was meinst du, was Tim Toupet kosten würde, damit er ein Let's Play zusammen macht? Mit Lena, oder? Darf auch Werbung machen, das ist mir egal. Was ist das? Ach, Tagebuch. Aha. Liebes Tagebuch. In deinem Tagebesuchen, wie beliebt du bei den anderen Models bist. Rede mit anderen Models und sei nett zu ihnen, um ihre Sympathie zu erlangen. Die finde ich da Nein. schon gut. Ja, Diana, die haben wir doch auch beleidigt. Im Prinzip haben wir alle beleidigt bisher. Ja, ich frage jetzt mal ganz ernsthaft. Ich kann ja wohl nicht hier blättern. Mehr haben wir nicht getroffen, oder was? Ich glaube nicht. Das kannst du So. ja auf der Stuhl da hinten machen. Toll. Gar nichts. Super. Also was auch immer hier für eine Option ist, ich habe sie noch nicht. Jetzt warst du nicht beim Stuhl hinten. Warte mal, ich kann das sagen. Da passiert nichts. Also. Mach ganz rechts in der Ecke. Das andere rechts. Na komm, da hast du hier Nagel. Quatsch. Hier ein Nagelstudio. Na, das ist ja auch links. Ach, du willst ganz nach rechts, um jetzt dahin. Ja, genau. Das ist das Tagebuch. Ach so. Da liegt das Das heißt, es ist auf den Tagebuch. Stuhl? Ja, das ist doch offensichtlich. Natürlich. Gott, bin ich doof. Ist das geil, ey. Komm, recherchieren. Komm, können wir einen Quiz machen? Kriegen wir Mails? Oh, tatsächlich. Lisa Marie. Hallo Lena. Ja. Du bist also im Fernsehen, fast schon ein Topmodel. Und wir gehen auf die Uni. Naja, außer Heike halt, die nochmal wiederholt. Uni ist halt, ist eigentlich. Hä? 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 Ah, da ist. Uni ist eigentlich wie Schule. Nur ein anderes Gebäude. Und man muss sich keine Entschuldigung schreiben. Das muss man im Abi übrigens auch nicht mehr, weil dann ist man meistens 18. Wenn man fehlt. Und zwischendrin sind viele Hohlstunden. Ja, da kannst du was zu essen holen und Willkommen bei den Hohlstunden, in denen man shoppen kann. In den Ah. Hohlstunden. Wir vermissen dich ganz doll und drücken dir Daumen. Drücken die Daumen so rum. Eigentlich dir die Daumen, aber ist egal. Deine beste Freundin Lisa Marie. Hier übrigens eine Presley. Frage an die großartige Community. Ich glaube, gab irgendeine, die unter den beliebteren war, die so hieß. Ist das vielleicht irgendwie ein Model-Hinweis für euch da draußen? Mail 2. Liebe Lena, haben gestern alle zusammen in großer Runde die Sendung im Fernsehen gesehen. Wir waren noch gar nicht bei irgendeiner Sendung. Oma und Opa sind extra einen Tag früher aus der Kur gekommen. Das ist toll. Wir sind ja alle so stolz auf dich. Mach weiter so. Kopf hoch und lass dich nicht unterkriegen. Alles gut und. Was? Bottrop Wanne Eickel? Bottrop Wanne Eickel? Wo soll das denn sein? Also habt ihr gesoffen oder was? Liebe Freunde der seichten Kultur, ich weiß ja, dass es sicherlich mittlerweile im Jahre 2014 schwierig ist, eigene Städte noch auseinanderzuhalten, wenn man, weiß ich nicht, nur Berlin-Neukölln kennt.
Bottrop, Wanne Eickel. Problem. Da, wahrscheinlich war da wahrscheinlich ursprünglich Bottrop Kirchhellen, dann haben sie ja gemerkt, scheiße, wir kriegen das Studio nicht. Und dann kam es auf Wanne Eickel. Ja, Ja. sagen wir so, beides im Ruhrgebiet, also passt schon. Ja. Aber das war es noch nicht mit E-Mails. Nee, jetzt kommt die Topmodel-Crew. Hallo Lena, willkommen bei Germany's Next Topmodel. So heißt das Spiel übrigens. Wir hoffen, dass du ein paar interessante Wochen bei uns verlebst. Hab ja schon drei. Und wünschen dir für deinen Werdegang alles Gute. Von Zeit zu Zeit solltest du immer deine E-Mails prüfen. Deine Freunde und Familie werden dir bestimmt schreiben. Viele Grüße, deine Topmodel-Crew. Dafür, dass man, glaube ich, ja auch keinen Außenkontakt haben sollte. Aber ist egal. Können wir denn auch den irgendwie benutzen? Wir sind immer noch 70er. Naja, ist ja immer noch das Motto für diesen Monat. Ja, aber da gab es doch noch gar keine Show. Komm, dich habe ich noch gar nicht beleidigt. Lefke, hallo Lefke. Hey, die Chantal und ich wollten ins Kino. Kommst du mit? Ah. Nee, mit euch will ich nun wirklich den Abend nicht verbringen. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Dann kommt dann Heidi. Sag mal, woran liegt das, dass du dich den ganzen Mädels nicht klarkommst? Ja, ich finde die scheiße. Gut, das ist ehrlich, hilft dir aber nicht im Fernsehen. Oh doch. So, komm. Der Chef des Catwalks ist wieder da. Und fängt auch gleich mit einer super Pose an. Mal, Baby, mal. Ja. Das ist so schlecht. Das wird ja noch gehen, aber der eine Quatsch ist total über. Ich weiß aber nicht, was das jetzt soll, diese Geklickerei. Wenn es doch sowieso nur auf die Posen ankommt. Ich weiß es nicht. Siehst du da irgendeinen Unterschied? Naja, also so ein bisschen ist sie dann schon am Stolpern, wenn es nicht richtig klickst, aber könnte auch sein, dass sie einen im Tee hat. Man weiß es nicht. Also klar, wenn nichts zu essen hast, nur zu trinken. Naja, in Tut so mir einem leid, Loch, da aber kannst ich du ja bin nur, wirklich nicht geht ja nur dazu zum besoffen. Topmodel. Die haben mich jetzt abgebrochen? Aber war ich doch so gut? So, wie kann ich denn irgendwie, kann ich ja irgendwo zur Ruhe kommen, dass ich den Tag beenden kann? Dass ich mal gar nichts mache? Geht das über dein iPad? Ich guck gleich mal. Was ist Ja, das? klar, auf dem Mond, auf das Mondsymbol. Was war das für ein Symbol? Nein, da will ich nicht hin. Ja, vorher auch kaum vorhanden. Was? Alter! Ja, ich stehe beim Regen. Du hast leider die Anforderungen nicht erfüllt, um zur Show zugelassen zu werden und scheidest aus dem laufenden Wettbewerb aus. Ja, wir hätten doch noch schleimen müssen, das wäre vielleicht gereicht. Ja, wir waren nicht beliebt genug, definitiv. Aber wenn ihr denkt, hey, das kann es noch nicht gewesen sein. Ihr habt so verdammt recht! Ja, es wird noch besser. Hallo und herzlich willkommen gleich zu Topmodel 2010. Es Aber ist. man muss eins sagen, man muss dieser Serie eins lassen. Das muss man, glaube ich, da stimmst du zu. Das Ding hat mehr Innovation als jeder Titel von EA von Jahr zu Jahr. Ja, das werden wir in der nächsten Episode sehen, ob das wirklich so ist. Ach, keine Panik. Und vor allem, da gibt es bestimmt auch noch einen Reboot, wo dann wieder alles zurückgefahren wird. Ein Remake sozusagen. Lass mich ran, du bist total scharf drauf. Ja, ich kann es gar nicht abwarten. Immer wenn ich dich tanzen sehe. Oder auf Catwalk gehen. Ich sollte mich auf Fotoshootings spezialisieren. Ah. Naja, machen wir Staffel 3 beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.